Es ist schon spannend, was die Märkte da fabrizieren. Tatsächlich keine Schwäche zu erkennen. Wir sehen hier den Dow Jones als Future. Wir sehen aktuell 28.370, die Future-Notierung. Also, ihr seht es aber am Chartverlauf immer noch tapfer nach oben. Also, die Trendrichtung, die wir jetzt ja seit gestern beschworen haben, die gilt wohl weiterhin. Und das, obwohl Biden wohl doch eher der Gewinner ist. Ob das sich natürlich durchsetzen lässt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich sage das mit ein bisschen Schmunzeln. Es ist schon fast eine Farce, aber spannend allemal, was wir davon da drüben hören. Und möglicherweise gibt uns das ja den einen oder anderen Impuls nochmal an der Börse. Ein Impuls, der war heute, man kann es erahnen, hier gegen 14 Uhr. 14 Uhr war hier unten und danach noch ein bisschen seitwärts und danach ging es ziemlich zügig nach oben. Wir wissen, das hängt mit den Arbeitsmarktdaten zusammen, die ja immer am ersten Freitag im Monat stattfinden, hätte ich fast gesagt, veröffentlicht werden. Die Non-Farm Payrolls, wir sehen, es ist besser als erwartet. Es war ein Rückgang erwartet worden, tatsächlich. Die Zahlen müsste ich euch nicht vorlesen, aber ihr seht, es ist zumindest mal besser, als es den Erwartungen entsprochen hat. Und die Arbeitslosenquote, das ist sicherlich das Highlight, was ja heute eine große Rolle gespielt haben dürfte, die ist deutlich runtergegangen. Man muss allerdings vorsichtshalber dazu sagen, dass das hier aufgrund einer Befragung eben stattfindet und wir wissen, die Genauigkeit einer solchen, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Allerdings 7,9 zuvor, 7,7 erwartet 6,9. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu den Erwartungen. Ich denke mal, das wird einen Beitrag geleistet haben dazu, dass der Kurs aktuell so nach oben geht. Wie ist das zu erklären? Ich denke mal, einige werden auch möglicherweise vorläufig gar nicht mehr auf der Suche sein dort und sich da etwas rausnehmen dann aus dieser Statistik. Aber da will ich nicht zu sehr mutmaßen. Ich bin ja mehr der Mann für die Charts und ich sehe im Moment eben noch keine Schwäche. Wir sehen, egal welchen dieser Indizes wir uns angucken, aktuell war die letzte Schwäche eher nach unten und die war schwach. Also wir sehen, dass es hier eine schwache Abwärtsbewegung nach unten war und das hier in allen möglichen Indizes und das spricht eigentlich eher für die Aufwärtsseite. Also gibt uns Chancen und Hoffnung hier gegebenenfalls sogar nochmal einen Einstieg sogar zu suchen. Einziges Manko an der Geschichte ist, dass die Ziele für so eine Überlegung, insbesondere vor dem Wochenende, insbesondere bei der, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, wackelnden Situation in Amerika. Wir wissen nicht, was übers Wochenende da noch alles passiert. Und da sich dann übers Wochenende festzulegen, ich bin ja sowieso jemand, der ein klein wenig ein Schisser ist. Kurzfristige Positionen übers Wochenende zu halten, ist immer nicht ganz ohne. Kann man machen, aber man muss dann eben größere Gaps für nach dem Wochenende mit einkalkulieren. Das spielt keine Rolle für unsere längerfristigen Engagements. Da kann man das durchaus machen und dann wird man vielleicht mal dann ausgestoppt. Das ist dann schon in Ordnung. Wenn auch vielleicht nicht das Schönste, was passieren kann. Aber wenn man natürlich hier mit engem Stop tagsüber operiert und dann unter Umständen jetzt gerade in so einem Umfeld dann übers Wochenende ein Risiko hält und dann passiert irgendwie was, dann dreht eine Seite durch, wird vielleicht den Markt, das wird den Markt vielleicht dann doch ein bisschen mehr beeinflussen, als dass man das gerne hätte. Deshalb, ich vermute mal, aber das ist wirklich auch nur ein Rätselraten, die Stimmung ist weiterhin erstmal gut. Ich vermute aber, dass es bis zum Wochenende auslaufen wird und dann die Leute vielleicht sogar eher nochmal eine Rücksetzer mitnehmen und einfach zu sagen, komm, ich nehme jetzt mit, was ich hatte und gucken wir nach dem Wochenende weiter, wie es da weitergeht. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Wenn wir uns auf die aktuelle Situation referieren, dann sehen wir einfach, dass die Abwärtsbewegung, die ganz klar korrektive hier ist, machen wir uns nichts vor, die Richtung, die Aufwärtsrichtung, die starke Richtung und dementsprechend hatte man hier im Kleinen schon die Möglichkeit und gegebenenfalls hier jetzt im etwas Größeren. Ist zwar jetzt schon leicht nach oben rausgenommen worden, aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir sehen, der Kurs ist jetzt wieder ein bisschen runter. Also wer sagt, das möchte ich vor dem Wochenende trotzdem noch handeln, der hat natürlich die Möglichkeit, jetzt quasi immer noch in dieser Nähe reinzugehen. Nachteil, wie gesagt, eine echte Zielerwartung, mindestens vor dem Wochenende oder insgesamt, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, ich würde eher ja mit dem Auslaufen erstmal rechnen. Für mich im Eigentlichen, ich möchte jetzt den etwas größeren Rücksetzer sehen, idealerweise dann in der nächsten Woche, um dann sagen zu können, hey cool, da mischen wir dann auf dieser Ebene dann sehr, sehr, sehr gerne wieder mit, je nachdem, wo das ist. Ich glaube, das ist das Spannendere. Oder eben für die
Liebhaber des kurzen Weges, gegebenenfalls heute, wenn wir da nochmal so was Ähnliches sehen. Ihr seht, das geht übrigens in beide Richtungen. Schub runter, wackelig hoch, Schub runter oder hier Schub hoch, wackelig runter. Und dann die Aufwärtsseite dann nochmal. Immer natürlich unter dem Hintergedanken des Triggers, also des Bruches hier der letzten Zwischenmarke. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Viel mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Was soll ich für Tipp geben im Sinne von jetzt reingehen? Tipps gebe ich aber natürlich super gerne für diejenigen, die es nicht auf dem Radar haben. Einerseits im Trade des Tages, wo wir immer dann, wenn wir eine gute Situation sehen und die auch mit unseren Einstiegsmarken beziffern können, also ganz konkret, nicht einfach nur, ja, da müsste man ungefähr, sondern nein, festgenagelt auf ganz konkrete Marken mit Ein- und Ausschlägen, so wie wir unsere Orders dann entsprechend auch platzieren, dann meldet euch an für den Trade des Tages. Und wenn ihr solche Nachrichten auch mal so zwischendurch immer mal wieder haben wollt, keine Sorge, ich nerv nicht rund um die Uhr, aber immer mal wieder, dann meldet euch an für das Born for Trading. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass auch auf Smartphone immer wieder mal die ein oder andere Idee dann reintickern. So, in diesem Sinne euch alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße, ein wunderschönes Wochenende, bis Montag.